Gut. Wir sind wieder zurück beim Inferno League Season 1 Spiel. Pure Volk Hate gegen schönes Ding. Game 2. Im ersten Game hat Pure Volk Hate. Wie nennt man das? Zu Recht gewonnen. Hat schöne Teamfights geliefert. Und schönes Ding hat durch ein paar Fehler leider die Teamfights dann verloren. Also zu Recht ein Win für Pure Volk Hate. Aber schönes Ding, man hat bei schönes Ding auch gesehen, dass wenn die Teamzeit besser laufen, haben sie durchaus die Chance gegen Pure Volk Hate. Und deshalb bin ich gespannt, ob es in diesem Spiel genauso laufen wird. Ob sie. Also im letzten Game war das zwar ein mehr Push-Lineup, wobei SDs ein bisschen geschafft hat, schon zu pushen. Aber nicht sonderlich stark. Andererseits wurde das Ding durch die Teamfights entschieden, obwohl keine von zwei Seiten ein wirkliches Teamfight-Lineup hatten. Von daher bin ich mal gespannt, ob das sich jetzt ändern wird. Oder ob eine der beiden Seiten vielleicht ein anderes oder ein spezielleres. Ein spezielleres Lineup benutzt. Gut. Mittlerweile lade ich auch mal einen Treiber für eine externe Soundkarte runter, um zu gucken, ob es hier mit der Mikrofonlautstärke besser wird. Aber unter Windows gehe ich mal stark von aus, dass ich mein System neu starten muss. Und ich bin gerade im Urlaub mit einem dementsprechenden Mikrofon, was ich improvisieren muss, und außerdem mit einem Rechner von Eltern, mit einer schönen alten Festplatte, die nach Aussage meines Vaters absolut nicht alt ist, weil das ist tatsächlich eine neue Festplatte, weil die hat SATA. So eine der ersten SATA-Platten. Dementsprechend will ich keine 10 Minuten Reboot machen. Ja, und bin froh, dass ich überhaupt im Spiel bin. Und es ist auch ein Mikrofon, was bestimmt vor 40 Jahren mal aktuell war. Aber genug des Hardware-Flames, genug dessen, weiter Dotho. Scareth Mage wieder von schönes Ding gepickt. Das war halt in dem Sinne letztes Spiel der Weakest Link. Vielleicht wird diesmal die Supporter wechseln den. Vielleicht wird sich Ronizzle auf dem Scareth Mage diesmal darauf besinnen, seinen Ulti mehr Richtung, also auf Targets machen, die sich nicht bewegen können, anstatt auf Targets, die mit Max Movement Speed gerade aus dem Ulti rauslaufen. Was beim letzten Spiel leider nicht passiert ist. Das mit dem Stun. Aber PvH geht auf Enigma. Mehr Richtung Greedy. Also letztes Spiel haben sie gesehen, okay, mit Sand King und einem relativ greedigen Support, der auch eigentlich am liebsten im Jungle sein möchte, haben sie jetzt einen Support genommen, der die ganze Zeit im Jungle ist, aber halt auch ein sehr, sehr starkes Push-Potenzial und ein sehr starkes Abschreckungspotenzial mit dem Black Hole hat. Wie das immer bei Enigma ist, wird man dann halt entscheiden, was ist es für ein Enigma? Ist es ein Sai-Enigma, der sehr stark pusht und schöne Black Holes trifft, oder ist es ein Puppy-Enigma, der sehr stark pusht, aber halt das Black Hole nicht benutzt, um immer dieses den Abschreckungsfaktor, da ist noch ein Black Hole im Spiel, zu haben. Weil klar, wenn das Black Hole benutzt, weiß das gegnerische Team, die nächsten 3 Minuten können wir fighten. Andererseits, wenn man das Black Hole nicht benutzt, in der Situation, wo man Setup beginnen nutzen können, hast du halt, einen Enigma, der sonst nicht so viel ins Spiel bringt. Und ein gutes Black Hole entscheidet das Spiel. Das Black Hole die ganze Zeit nicht zu benutzen, kann halt auch ein Spiel entscheiden, zum Negativen. Da wird man gucken, welche Richtung gegangen wird. Und ob diesmal ein Void gepickt wird. Aber wieder Carry Wraith King vielleicht. Kann sein, hat beim letzten Spiel gut funktioniert. Schneller Blinkdagger und PvH konnten den Gegner überrennen quasi. Mal schauen, ob sie dieses Mal machen. Enigma wird auch einen Blinkdagger wahrscheinlich kaufen. Ist aber jetzt nicht das Tankigste, was seit vorblinkt, stunt und Leuten hinterherläuft. Klar kann das Wraith King überleben, aber einen Sand King und einen Lion ist da vielleicht besser geeignet, um auch wieder wegzukommen, weil mehr als ein Stun. Und nicht so ganz squishy. Gut, Line schon, aber you get the point. Mal schauen, ob hier ein Faces Void jetzt kommt. Oder ob da was anderes genommen wird. Wir werden sehen. Mal schauen, wie man Downloads. Eine Minute, so. Ja, aber ich gehe sowieso nicht von aus, dass ich den jetzt installieren kann. Unter Linux wäre das eine andere Sache, aber naja. Tidehunter. Okay, wir sehen mal den bekannten, berühmten Big Wobby Tidehunter mal wieder. Zumindest sagen einige Personen, dass es Signature Hero von Wobster ist. Wobster sagt nein, aber hey. Mal schauen. Also Wobster hat damals dazu nein gesagt.
Okay. Also schönes Ding hat jetzt zumindest die Counter Initiation und auf jeden Fall auch die Ravage, um den Enigma, also um zumindest solange die Ravage nicht raus ist, den Enigma vom Black Hole auszuhalten. Das Problem ist halt nur, dass Titan da relativ weit vorne drin ist und SD jetzt vielleicht gucken muss, dass sie, naja, Carries oder generell Playmaker nehmen, die nicht unbedingt Melee sein müssen. Denn wenn Titan da vorne reinspringt und Damage macht und die anderen Carries vorne reinspringen und Damage machen, dann kann Enigma die halt einfach de-holen und der Titan das dabei. Weil bisher Scareth Mage ist halt niemand, der einen Ulti unterbrechen kann. Also mit dem BKB nicht. Gut, der Silence wäre halt gut, aber wenn ihr euch das so vorstellt, es geht ein Kampf auf großem Feld und Titan da gehen vor, kämpfen und Scareth Mage ist hinten und das Black Hole kommt vorne rein, kann Scareth Mage aufgrund der relativ begrenzten Reichweite vom Silence halt nicht rankommen. Und deshalb wird Positioning immer wieder key sein. Wer hätte es gedacht bei Dota? Nenn mir ein Teamfight, wo Positioning kein Key ist. Jo. Silencer Void wird rausgebannt. Sie werden wieder verstärkt auf Teamfight und auf große Ultis und Spells gehen. Dementsprechend wird hier immer der Silencer rausgebannt. Und Viper diesmal auf PvH-Seite rausgebannt, neben dem Razor. Zwei sehr starke und sehr unkomplizierte Heroes, die doch einen relativ großen Game-Impact haben. Besonders der Razor ist ja zurzeit sehr, sehr gerne drin. So. 5 seconds remaining. Installiere Audiotreiber bei PC von Eltern. Was passiert natürlich? Ja, zwei Debian-Programme, die sich beschweren. Und die Firewall, die sagt, dieser Treiber sollte aber auf gar keinen Fall bitte aufs Internet zugreifen. Also, wo kommen wir denn hin? Ja. Andererseits sind Treiberinstallationen auch zugegebenermaßen die größten Virenquellen. Aber gut. Immer noch nicht keins. Ja, dann kann ich ja ohne schlechtes Gewissen weiter meinen Treiber installieren. Mann. Weiter. Wählen Sie einen Installationstyp. Option 1, volle Installation. Keine Option 2. Also nichts benutzerdefiniert, ich möchte bitte nicht eure Toolbars haben, sondern einfach nur alles. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Toolbars, andererseits, mein Vater Juk. Naja, ich hoffe, es ist nicht so, dass es, wenn ich jetzt Audiotreiber installiere, dass dann das Mikrofon nicht mehr geht. Aber USB-Soundkarte sollte nichts mit dem anderen Treiber zu tun haben. Ich hoffe es. Ihr könnt mich ja bei Steam anschreiben, dann merke ich immer 2 Minuten später, wenn das Mikrofon aus ist. PvH geht hier mit der Mirana, was mich persönlich sehr freut, weil wir die Chance haben, mit einem Moonlight Shadow into, also dass sich der Enigma Invis in SD reinstellen kann und direkt perfektes Black Hole treffen kann. Mal schauen, ob das passieren wird. Shadow Fiend wird hier für ein schönes Ding gepickt. Titan ist schon draußen, von daher erkenne ich nicht, dass es ein Darkseer ist. Aber, was könnte sonst noch Shadow Fiend? Ich weiß nicht, Support. Ja, eine Support-Naga wäre hier noch drin. Wäre tatsächlich nicht so schlecht. Aber halt auch nur, um das Black Hole abzubrechen. Von daher wäre es, ja, nicht so perfekt. Aber okay. Nachsage Siren wird hier ausgepickt. In dem Sinne, mit Faceless Void oder solchen Dingen hat man halt immer noch die, also das, der Vorteil von der Naga Siren ist, wenn sie irgendwas Großes unterbrechen kann. Zum einen halt das Black Hole. Sie wartet einfach, bis das Black Hole kommt und macht dann einfach Song an. Aber ich glaube, in dem Teamfight wird es eher dazu benutzt werden, entweder frühe BKB-Helden wie den Wraith King oder das Enigma zu töten, dem Song angemacht wird und der Held gefokust wird. Oder natürlich, wenn eine gute Position ist, Song an, Song aus, Requiem of Souls, Tidehunter, Ravage und auf den Rest, der von dem Damage noch nicht zu sterben scheint, das Skywrath Mage Ulti drauf. Relativ stark. Das Problem ist, dass
Pure Folky Hate genug Helden hat, die das Ganze so ein bisschen umgehen. Also du hast einen Glockwerk, der reinspringen kann und schon mal Helden raushalten kann. Ich weiß nicht, ob Naga Saren den Song anmachen kann in der Battery Assault. Das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass eine relativ große, lange Animation hat. Also muss die Naga Saren auf jeden Fall aufpassen, dass sie immer neben dem Skyrath Mage steht. Oder generell außerhalb oder nicht in Hook-Gefahrenzone. Ja, die Luna wird auch noch gebannt. Wäre tatsächlich relativ hart, wenn noch eine Eclipse da drauf geht. Andererseits muss man natürlich sagen, so eine perfekte Five-Hero-Song into alles wird auch schwer. Könnte man natürlich auch einen farmenden Darkseer vorstellen, aber glaube ich nicht. Oder die Naga Saren farmt und ein Disruptor wird jetzt hier noch dazu genommen. Wäre auch cool. Wir haben einen weiteren Held, der relativ mobil ist und so einen großen Damage-Output hat, dass sie nicht unbedingt teamfighten können. PvH hat jetzt zum Leidwesen für SD einen Lineup, das nicht darauf basiert, im Teamfight miteinander zu spielen, sondern sie gehen halt einfach nur rein und jeder macht halt sein Ding irgendwie, was tatsächlich selten hier ist, aber dass Enigma den Setup macht für das Black Hole und der Rest bratzt halt einfach nur so rein, wie es kann. Also die Support-Mirage schießt irgendwie Arrows rein, macht einen Starstorm, Clockwork ist mittendrin, Ember fistet sich da durch und Wraith King ist halt auch mittendrin. Und dagegen ist es halt schwierig, weil Naga ist meiner Meinung nach sogar am besten, wenn du halt nicht nur den Song zum Setup hast, sondern auch den Song anmachen kannst und damit was von dem anderen rausholt. Also wenn du halt Song anmachst und eine Chrono hast, dass du Song anmachst und die Chrono war wertlos. Und der Gegner hat nicht nur, ist er jetzt im Song und wird halt dann hoffentlich von dir auseinandergenommen, sondern hat auch schon keine Chrono mehr. Wenn der Gegner durch Teamfight darauf basiert, eine Chrono zu haben, ist eine Naga Saren tatsächlich so viel besser. Okay, ich bin das Ding links, auch auf der Carry-Position mit Foxer, Akku in der Mitte. Body übernimmt den Scarlet Mage und guckt, was er machen kann als letztes Spiel. Obst auf dem Titan Hunter. Und die Naga Saren wird dann dementsprechend Spinnert auf der Support-Position machen. Die Milf in der Mitte, wieder auf dem Ember Spirit. Vino Offlane Clockwork. Volki auf der Support Mirana. Oh, geswappt. Support Wraith King. Und Carry Mirana auf dem Sleepooter. Und Pozzo auf dem Jungle Support Enigma. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. So. Tja, ich weiß aber jetzt nicht, ob dieses Swappen tatsächlich so gut war. Denn wie ich eigentlich schon gedacht hatte, ist, dass PvHs Teamfight darauf basiert, tankige Leute springen rein und, ja, sind halt einfach da. Jetzt ist es halt so, dass zumindest der Carry eine relativ squishy Mirana ist, die von einem Ravage into Skywrath Mage Ulti, ja, direkt stirbt. Bei Ember ist es ähnlich und eigentlich liegt man auch. Deshalb wäre es, glaube ich, besser sogar, wenn es einen Carry Wraith King wäre, der das nämlich alles tanken kann. Weil dann hat SD einen Helden, auf den sie nicht goen können. Und realistischerweise hast du wahrscheinlich einen Teamfight auf 2 oder 3, die vielleicht out of position stehen. Und wenn einer von den beiden schon ein Wraith King ist, den sie nicht goen können, weil das halt absolut nichts bringt, dann wäre das halt noch ein Vorteil von PvH, da sie die Chance, dass wirklich alle Leute in der Danger Zone quasi stehen von SD, noch geringer ist. Aber gut, wird man sehen, wie das läuft. Schön gemacht hier von SD, den ganzen Dschungel gewordet, das Camp geblockt, beide Camps hier geblockt. Und mal schauen, ob SD. ja, hier wird auch der Dschungel gewordet. Because, fuck you, keine Ahnung. Sogar ein Observer Ward in den Trees drin, der dementsprechend gar nichts bringt. Viel Commitment für den Jungle. Ich weiß nicht genau warum. Ja, dieses Camp ist wichtig für Shadowfiend, um ein paar Souls wiederzubekommen. Aber auch nicht mehr so wichtig, wie es beispielsweise früher bei dem Easy Camp bei der Position war. Also, ja, ich könnte mir zumindest für diesen Observer Ward eine bessere Position vorstellen, als das Camp zu blocken. Dieser Ward hier ist ganz gut, denn er blockt das obere Camp relativ weit unten. Ich weiß nicht genau, warum der so weit unten sein müsste, weil wenn er ein bisschen weiter oben würde er auch blocken und hätte zumindest
hier die Area noch. Andererseits hätte man hier die Area nicht. Keine Ahnung. Was? Come on. Bonnie drew first blood bei der Milf. Übel. Und zwar... Ach, scheiße, zu spät. Sorry, Leute, sorry, Leute, sorry, Leute. Immer diese Scheißcaste. Ich hab mir... ich hab letztens schon bei einer Diskussion, wo irgendwie wieder John Dota Caster irgendwie hat die gesamte Zeit über irgendwelche Wards gelabert, von wegen, ja, wie gut die Ward-Position oben ist, während irgendwelche Kills von Navi gemacht wurden. Da haben sich die Kommentare die ganze Zeit darüber beschwert, dass sie in irgendwelche Wards achten. Jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht. Sorry, sorry. Gank in der Mitte. Wahrscheinlich halt, ja. Concussive Shot. Into Net. Into Kill von Shadow Fiend. Und das, obwohl die Wards von PvH halt auch da waren. Ja, Mist. Okay, back to start. Enigma dewarded hier. Hatte dann doch. Ja, quasi greedy. Ja, ne, war nicht greedy, okay. Ja, doch, das ist in dem Sinne greedy, weil der Ward hätte halt auch hier stehen können. Besonders hätte hier ein Observer Ward stehen können. Irgendwo in hier der Ecke. Und dann hätte weder der noch das bekommen, noch hätte hier. Dadurch, dass er hier sieht, dass dieser Camp geblockt würde, dadurch, dass hier nur die Boundaries sind, jetzt... Ich hoffe, jetzt passiert kein Kill. Ich hoffe, jetzt passiert doch hier unten passiert ein Kill. Scheiße. Ich rede schon wieder mit Wards, das gibt's ja nicht. Okay, hier passiert fast ein Kill. Danke, Milf, dass du mich ja nicht wieder schon blöd dastehen lassen hast. Okay, aber, ja, hier. Die Boundary-Boxen hier für das Stocken sind halt nur hier, das heißt, hier irgendwo muss der Sentry stehen. Das heißt, er hätte halt hier schon einen Sentry hinstellen können, hätte den Sentry auf jeden Fall gefunden und hätte eventuell und hätte auch den Sentry eventuell gefunden. Gut. So viel zu Wards. Könnt ihr jetzt noch stundenlang über diesen Ward reden, denn das ist der einzige Wort, den ich noch geredet habe, weil es selbst self-explanatory. Danke, danke, danke. So. Oh, 4K hilft ein bisschen beim Farmen. Beziehungsweise war wahrscheinlich auf dem Weg in der Mitte mit dem Smoke. Mal schauen, ob der Smoke jetzt hier kommt. Ja, wird wohl nicht kommen, okay. Aber ja, Nickman hat auf jeden Fall jetzt zwei Camps zum Campen, beziehungsweise zum Farmen. Dadurch passt das ganz gut. Shadow Fiend Bottle Crowd, dafür auch alles okay. Smoke in die Mitte, sogar im Clockwork. Jetzt Offlane die Mitte harassed. Die Wave pusht. Geht so rein. Oh, doch, doch, der Block ging ganz gut. Das könnte ein Kill werden, ja. Oh, Akku, guckst du nicht hin? Was tut der da? Oh, die Chains haben gemisst. Das ist tatsächlich groß, aber geht ja trotzdem down. Krasser Fehler vom Midlaner hier, der die Augen wahrscheinlich mit der Kameraposition exakt so hatte. Und, ja. Also Clockwork hätte prinzipiell hier oben auch, keine Ahnung, hätte eine Rocket nach oben schießen können und hätte trotzdem gepasst. Ups, Ronny sollte vielleicht aufpassen, dass ihm das nicht auch passiert. Aber gut, ja. Krasser Midlane-Fehler. Aber naja, manchmal hat man halt seine Kamera nicht da, wo es hätte gebraucht werden können und hat keine Vision. Und die Supports hatten wohl gerade Besseres zu tun, als für den Midlaner zu gucken, ob er gegankt wird. Man bedenkt, das ist hier. Du hast hier die Zeit und er ist hier hingeworfen. Das sind bestimmt 2 Sekunden gewesen, wenn du auf der Minimap das gesehen hast. Na gut. Gut, Lobster wird hier. Ja, da ist zumindest noch ein Blast, ja, mit dem Doppel-Starfall und dem Block von Skeleton King, der noch einige Zeit hätte weitergehen können. Geht ja auch down. 1:2 oder 2:1 für PvH. Durch, ja, auf jeden Fall relativ schöne Ganks. Oh, Milf, Milf. Nein, okay. Schon wieder kommt die Milf knapp weg. Akku hat hier seine Invis-Rune aktiviert, um den Bottle-Schluck zu nehmen. Aber trotzdem nichts. Bottle sich wieder hoch. Bottle Crown wird gleich wahrscheinlich weitergehen. Ja, genau, er hat auch schon den Kurier genommen. Von daher, ja, Akku scheint auf jeden Fall in dem Sinne, wenn man mal auf die CS guckt, ja, die Mitte zu gewinnen. Aber ja, beide Midlaner sind einmal gestorben, haben beide Stats. Aber generell, ich habe halt schon zweimal gesehen, wie die Milf relativ low war. Von daher würde ich jetzt mal Akku die Mitte gewinnend zustimmen. Die ersten 3 Farmer sind tatsächlich von SD. Das ist Goldgrafen, 5 Minuten sagt zwar nichts aus wahrscheinlich, aber Favor für SD. SD holt hier mehr raus, obwohl ein Enigma im Jungle ist. Was ich schon relativ erstaunlich finde.
Was aber auch vielleicht den Wards am Anfang zu schieben ist, da natürlich das erste Mal down war. Ulti ist jetzt hier an, Mitte wird gegoat, sollte hier tot sein. Sam, hier kommen gute Netze. Nein, kriegen sie nicht. Mal gucken, ob sie noch... Nein, kriegen sie nicht. Mal doch, noch keinen Damage. Es sind noch zwei Supports, Level 3 und Level 3 nach 6 Minuten. Auch ein bisschen unerfahren. Der Enigma ist naturell mehr gefarmt, weil er halt den ganzen Jungle hat und Solo-XP. Und der Wraith King ist auch schon Level 4, weil er in allen Kills beteiligt war. Ja, merkt man das nicht? Ups, okay. Und dann hat es genannt. Oh, okay, die Kux kommt nicht, von daher kann er jetzt weglaufen. Das Ding hat keinen Mana. Von daher wird hier nichts passieren. Außer, dass Ronnie... Warum feedet hier Ronnie rein? Schon wieder. Also er hat gesehen, dass er wegkommt. Er hat den Ember gesehen und er bleibt stehen und feedet trotzdem noch rein. Das muss nicht sein, 1 zu 4. Wieder diese Kleinigkeiten, wo Supports ohne Not reinfeeden. So. Venu ist ständig am Rotieren, ist dementsprechend Level 3 im Gegensatz zu Bob Steezy, der Level 6 schon ist. Die Offlaner passieren besser, andererseits benutzen sie den Offlaner wesentlich aggressiver. Ist auch selten, dass man Clockwork oder generell, habe ich das generell nicht so oft gesehen, dass du ein Clockwork hast auf der Offlane, der halt die Rotation macht. Sie haben halt den Enigma im Wald und deshalb nehmen sie halt einfach den Offlaner, um die Two-Man-Support-Gangs zu machen. Ist cool, aber in dem Sinne funktioniert. Haben sie jetzt zwei Kills damit bekommen? Oder drei? Ja. Durch den Clockwork aktiv zwei Kills. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist, drei Levels auf den Offlaner-Unterschied zu haben. Weil jetzt ist Ravage up. Und Hook ist noch wesentlich weit entfernt. Level 4 für den Clockwork. Sie versuchen jetzt hier den Klinks zu goen wahrscheinlich. Aber der Klinks ist auch relativ weit zurück und die Lane pusht auch nicht wirklich vorwärts. Ja, gesehen wurde es hier jetzt nicht. Jetzt wurde es gesehen. Invis, das ist raus. Ups. Okay, die Kurz sitzen. Ja, aber Fuchser kann da... Oh, okay, da wurde es noch rausgezoomt. Und mal schauen auf die Supports. Ja, TP ist vorhanden. TP ist nicht vorhanden. Spinnert ist gerade hier oben. Nichts tun. Das ist sein müssen. Ups. Kann man da rausliegen? Ne, okay, Lieb ist gerade auf Bruder. Lieb ist auf... Oh, das war knapp. Okay, ja, das ist, damit ist es so. Schön gemacht hier. Die Ravage war sinnvoll gebraucht, weil das halt die Kirby-Mirana von PvH ist. Und ja, Spinner tippiert hier weg, weil er es sieht. Silence schön, aber das sollte nichts, ja. Okay, schön gemacht. Auch noch die Silence, aber halt hauptsächlich wichtig, dass Spinner das hier eingesehen hat, zurecht zippiert ist. Sie haben durch die Ward hier gesehen, dass der Embers Bild rotiert. Und Ronizel war weiter hinten, sodass er nicht TP'en musste, sind halt auch immer noch kein TP. Um auf hier hinten zurückzukommen, meiner Meinung nach Missplay, dass hier die Naga nicht TP'd ist. Denn sie hätte den Klings retten können. Auch ohne Song. Das war halt eine sehr knappe Sache. Akku wird jetzt hier angegangen. Es sind schon wieder genug Supports, dass da was gemacht werden kann. Das hier war relativ wichtig, dass der Clockwork da genettet wurde. Aber es reicht halt immer noch nicht. Die Naga muss unbedingt Level 6 werden, um sowas zu verhindern. Außerdem muss SD verhindern, dass ja, sie halt einfach zu dritt in dem Wald sind. Und sie halt dann nicht zu dritt im Wald sind. Ja, das 1-1 Lineup hier oben. Favored halt so ein bisschen die Mirana. Den Klings, weil wenn die Mirana halt kein Arrow trifft, dann hat der Klings definitiv mehr Damage. Da das prinzipiell auch der Unterschied ist. Mirana hat einen Escape und tut irgendwas fürs Team am Anfang. Dafür macht Klings mehr Damage am Anfang. Und tut halt nichts fürs Team. Am Anfang. Bis zum Orchid, was allerdings hier noch ein bisschen dauert. Mein erster Oblivion Staff ist fertig, damit kann er den Searing Chain Spam aufrechterhalten. Ja, aber nicht viel weiter. Wenn er dann höher leveliges wird, besonders in dem Mirana, könnte damit Probleme haben, ohne Lieb. Geht jetzt hier auf First Item Mjolnir, also wird sich da erstmal nicht so viel dran ändern. Hier nehmen wir es so darum, Skywalf Mage, mit einem guten Silence könnte es was werden, allerdings ist hier niemand zu sehen. Mal schauen, ob er jetzt hier in den Dschungel geht, weil er ein Enigma ist, hat aber auch keine Wards, wo er einfach mal auch aggressiv gegen die Enigma warden könnte.
was mit Amy's Rudel und was auch so langsam eigentlich eine Zeit werde. Lima hat jetzt hier immer noch im Dschungel Level 8 uncontested. Jetzt kommt Blinkdagger oder Mecha. Mecha kommt raus. Okay, ja, so kann man halt Kills auch feeden. Ja, ich würde es ungern tun, noch weiter aufzuhacken, aber Bonizzo hat jetzt hier gerade in der Situation alles falsch gemacht, was er dann hätte falsch machen können. Er hat sich Tower Hits eingezogen, er hat Concussive Shock gemacht und danach nicht gesilenced, sodass er sogar noch den Flame Guard hochbekommen könnte, womit halt der Gang komplett fehlgeschlagen ist. Weil mit der Flame, da, mit durch die Flame Guard kommen sie halt nicht mehr durch. Aber natürlich zugegebenermaßen, es war sowieso nichts, war viel zu weit vorne, sie können in dem Sinne nicht diven und sie haben halt ja nicht wirklich Control über den Ember. 14% Slow ist schön, aber hilft natürlich in der Situation mit dem Tower direkt daneben nichts. Roshan wird angegangen. Das ist natürlich, sobald das Mecha hier draußen war, eine Option dafür. Wird dementsprechend gegangen. Gucken auf sie. Ah, na gut. Ember's Bild kommt gut weg. Und Roshan. Ja, es wird ein bisschen dauern ohne Medaillon. Aber, ja, ich glaube nicht, dass sie das sieht. Außerdem mit dem Wort hier wird PvH auf jeden Fall merken, wann sie kommen. Wo ist eigentlich der Remnant vom Ember ist. Wo ist der Remnant? Ja, im Pit, okay. Ja, das ist gut. Ein Roshan für PvH, eventuell aber mit Tower Loss dürfte es nicht richtig passen. Nein. SD kriegt vielleicht irgendwann bald mal mit, dass da was kommt. Nee. Bis jetzt nicht gemacht. Okay, Pressure an oben den Tower. Ah, cool. Rausgekommen, hatten bekommen. Die Frage ist, ob es das wert war. Und ein 2-0 Trade. Mit Ravage geblown. Ja, es war knapp. Man hätte die Support-Enigma doch töten können. Mit zwei Cores. Aber das hätte sich natürlich auch nicht gelohnt. War wichtig, aber sie hatten die Zeit gehabt zu sehen, okay, Roshan ist da, wir müssen den Tower jetzt nicht in die Nine-Range bringen, wir können weggehen. Sie hatten die Zeit, die Clockwork geht rein, tötet natürlich den Skywrath direkt, hat keine Chance da wegzukommen. Spinnert hat wieder die Spider-Senses und TP't sich da unten sehr schön weg. Doppel-TP in die Mitte. Warum auch immer. Und tippt sich in die Mitte und geht jetzt farmen. Verschwendet das TP. Ah, okay. Naja. Foxer geht hier jetzt mal erstmal gucken, ob er Leute findet. Noch ein paar Gold für sein Orchid hat er. Er sollte auf jeden Fall jetzt hier sicher gehen, dass er da nicht irgendwie aus Versehen feedet, quasi. Kurz bevor sein Orchid da ist. Hat jetzt hier den Wort gekillt und damit sein Geld für das Orchid bekommen. So kann man auch farmen. So. Dann oben versucht sich Foxer jetzt an den Mirana, ja. Kriegt sogar Support, das könnte ein guter Kill werden hier. Ja, wenn jetzt die Silence perfekt ist, ja. Ist er sogar perfekt. Und ein Kill drauf. Ja, Knuckles sollte sich jetzt beeilen, denn Klings ist auf der Jagd. Hat Vision auf ihn. Oh. Ah, es reicht aber nicht ganz. Also ja, er wusste wahrscheinlich, dass es nicht ganz reicht. Er wollte aber jetzt auch nicht stundenlang hinterher laufen. Allerdings hätte er das schaffen können. Na gut. Ember tötet Akul unten. Mit der Hilfe von dem Clockwork. Und wieder kam kein TP. Aber beides. Ja doch, Skywrath Mage hatte ein TP. War aber vielleicht ein bisschen der Überhang noch von dem Kill oben, dass er da keine Zeit hat, zu TP'en. Generell aber, wir haben oben gesehen, die Mirana war oben, SD war oben. Hat sich ein bisschen schon gezeigt. Und die TPs kamen auch vom Clockwork. In der Mitte war es halt auch so, dass die Carries haben halt Support auf der Seite von PvH und auf SD leider nicht. Also es ist schon halt zweimal passiert, dass ein Carry hier oben mitten unter dem Tower einfach gegankt wurde. Relativ lange überlegt hatte, aber absolut nicht TP'd wurde.
Was, ja, ich als geübter Dota-Spieler würde das als schlecht bezeichnen. Dire's top tower has ja. Fallen. Aber das ist halt immer situational, ob vielleicht jetzt der TP ist, ob überhaupt der Carry sich beschwert oder ob einfach sagt, oh, scheiße, ich bin tot. Anstatt halt so, ich werde gegankt, so, sobald der Kopfhörer halt hier irgendwie herkommt, ich werde gegankt. Ich gehe Invis, oh scheiße, sie haben Dust und dann muss der TPs kommen. Ich werde gegankt, dann guckt jetzt ein Bot, der einen TP hat, da halt hin. Und quasi sobald der Dust kommt, muss er halt dann gehen. So, Song ist an. Song trifft keinen. Dumm gelaufen. PvH hat re-engaged. Stimmt, schön zusammen. Oh, oh, das wird ein Hole. Na gut. Ja, läuft der Ravage weg und 5, nein, oh, 3 Mann, oh, schönes Black Hole und ein letzter, auf Bruder, das ist bitter. Zwei Leute sterben direkt, die Naga musste halt noch weglaufen, läuft aber auch leider quasi genau dadurch. Das leider Fist durfte jetzt kurz einen Prozess mit der Naga machen, zack, tot. Und 4 zu 2 der Trade zugehen. Der Trade, Song auf die Mirana war zu weit weg. Schön gedacht, aber die Range ein bisschen unterschätzt und da nicht schnell genug in Range gekommen. Schöner Reinitiate, auch sehr schön von den Gegner gewartet. Ich hatte halt hier schon ein bisschen übermotiviert, wo er nicht mal hingegangen ist auf die 4 und dann ist er doch noch zurückgegangen. Da dachte ich schon, hä, aber ja, Ravage, außerhalb der Reichweite von Ravage, direkt reinkommen, Black Hole. Wunderschöne Gedankengänge, schön executed und hat sich halt mit 2 zu 4 und einem Tower ausgezahlt. Naja, schöner Teamfight davon. Hätte SD da mehr erwischt, sähe die ganze Sache auch wesentlich anders aus. Aber das war halt auch erst die erste Song Initiation. Ein bisschen das Problem mit der Naga. Erste Song Initiation kann man machen, wenn man quasi diesen Teil der Karte schon komplett verloren hat. Also 2 T1 und 1 T2. Ist halt relativ spät, nach 17 Minuten online zu kommen und sein Lineup darauf auszurichten. Den Raid King hast du bald gesehen, oder? Da haben sich beide Carries an der Blade getötet. Hatten da nicht wirklich gewillt. Ups, der war schön. Hat aber noch tot bekommen. Weil, ja, die Magic Missile-artiges auf Flugobjekt Arcane Bolt. Arcane Bolt ist nicht disjointable, dementsprechend ist er hinterher geflogen und hat ihn doch noch getötet. Schön bekommen, aber ja, Klings hat da ein bisschen übereifrig. Er hat gesehen, dass daneben der Wraith King war und ja, wurde dann halt vom Stun gecatcht. Wenn hier zwei zu sehen sind und am Anfang einer der Lane ist halt auch klar, dass das PvH da in voller Montur dahinter steht. War vielleicht nicht so toll da zu engagen. Beziehungsweise wenn hätte Support vielleicht vor ihm stehen können und so wenigstens die Chance auf den auf den Hook so ein bisschen vereiteln können. Wenn dann Klings der Q anmacht, möchte natürlich, also Stun Attack Canceling ist ein bisschen schwierig, wenn man mit Max Attack mit Max Speed bzw. plus 130 Damage macht. Von daher ja. Schön hier drauf. Ah, knapp. Knapp, aber es poppt noch vom Ort. Ah, das hätte wesentlich besser funktionieren können, wenn ja, da noch ein bisschen Ulti gewartet wurde. Ja, jetzt könnte das turnen und. Ah, okay, dann kam der Skeleton King in die Ecke mit dem Blink. Hat es genommen. Ich glaube, weil die Naga hätte sich früher umdrehen können, hätte es ins Nähe noch rausbekommen und damit hätten sie eventuell den Ember bekommen. Ich weiß nicht, ob Spinner da zurückgerufen wurde oder ob er das halt nicht selber gesehen hat oder vielleicht auch gehofft hätte, dass er wegkäme, wenn er sich eben jetzt nicht umdreht. Weil wenn er sich umdreht, das ist halt, ich glaube auch mit dem aktivierten Flameguard ein relativ easy Suicide. Die Frage ist halt, ob es das wert war. Und ja, das kann man von außen als Observer natürlich immer ein bisschen besser betrachten als von der Spielerperspektive. Ja, Zeit für Grafen. Whoops, 10.000 Experience, whoops, nicht ganz so viel Gold, aber ja, seit 5 Minuten ist der Vorteil von SD, den sie in der Landing Stage so ein bisschen hatten, dadurch, dass Enigma nicht ganz so fett wurde, hat sich dadurch ein bisschen gezeigt. Und der Enigma im Jungle, der komplett im Jungle gelassen wurde, ich
meine, hätten sie. Sie hatten einmal eine Invis-Rune, sie hatten einen Klings. Hätten sie schon mal drangehen können. Oder halt auch mit einem Ward hinstellen können und mal gucken, was halt so passiert. Nach dem DMD-Ward. Hätten sie das mal machen können. Aber Level 8 für Nigma. Relativ schnelles Mecha. Und dann ein Follow-up-Rushern. In dem Sinne kann man Nigma eigentlich nicht besser spielen. Und es hätte auch für Nigma nicht viel besser laufen können. 204, 113 Last Hits. Meiste Last Hits drauf und fast genauso viel Net Worth wie Ember Spirit. Mit 2-0 und Ember Spirit hat 6-2. Das ist schon ein extrem fetter Enigma, den das Ding komplett in Ruhe gelassen hatte. Und jetzt gerade so ein bisschen Playmaker ist. Hat Necro 2 schon fertig. Geht also auf Necro auf Push. Ja. Klar, Ultra Late würde das für SD sich ein bisschen entscheiden. Wobei, ja. Wahrscheinlich, weil Clockwork nicht so gut wird. Ich dachte schon gerade, Fuchser muss ich jetzt, wenn viele Leute da rumstehen, nicht unbedingt. Clockwork töten. Ups! Ja, damit hat der Clock. Damit hat Fox da nicht gerechnet. Ich hab den aber auch nicht ganz gesehen, dass der doch so schnell da war. Die Pings kamen von Fox ja selber aus. Ich weiß nicht, ob er da gesagt hat, Damn Plays oder. Oh mein Gott, da kommt jemand, Protect Me. Aber er war auch eigentlich am Farmen. Ich weiß nicht ganz, was das war. Ich hab's. Ja, es war zu schnell, okay. Aber auf jeden Fall schön Kill vom Ember. Sehen, dass noch was war. Und auf einmal ist der Kill vom Clockwork worth it. Hashtag worth it. Jut, jut, jut. Weiterhin. Die Grafen sprechen eine eindeutige Sprache. Der Networth auch. Den Networth brauche ich fast gar nicht nach Team so sortieren, sodass man es schon sieht. Buyback-Status, egal. Jetzt haben wir eigentlich noch so viel Grafen hier, so coole Dinge. Hero-Level. Ja, Hero-Level ist noch relativ klar, aber natürlich der Ember dominiert relativ stark. Ja. P pro Minute, Fantasy-Point ist ganz wichtig. Ja, PvH scheint eventuell sinnvoll zu sein, dass man die sich in Fantasy Team. Ach, komm, mein Gott. So. Ernstes Dotto aktiviert. PvH versucht sich jetzt am Top Tower, beziehungsweise sagt, Top Tower muss fallen. Clockwork steht ready. Wraith King auch. Zack, hat Virginie gefunden. Du hast es gepoppt. Songs an. Mau! Mau, 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 mau. Ja. Ich glaube, wir sollten weggehen. Das war auf jeden Fall mal ein schöner Skywrath Mage Ulti. Aber Pop wird aufgeräumt, Wobster läuft da noch weg. Stun von Skywrath King kommt da noch und tötet ihn damit. Schöne zurückpushende Cox da rein, das ist absolut keine Chance. Ember sagt sich, den kriege ich noch. Und zu Recht kriegt er noch. 4-0 Trace. Nicht nur wegen der Ravage, aber. Ja, die Leute kennen sich. Sie scrimmen auch zusammen, von daher ist es jetzt keine Bösheit, sondern einfach nur. Ach, ein bisschen. Ein bisschen nettes Flamen. Whoops, wo haben sie denn. Wo sind da Bischen? Was ist hier? Seriously? Okay, Venu hat es verdient, dafür zu sterben. Boah. War das eine Rocket Flare? Okay, Next Level Hook. Schön gemacht, aber war nix. Pings kommt schon wieder vom Doppel. Okay. Das war nicht der Finger. Well. Das war jetzt vielleicht nicht der beste Silence, nicht das beste Ulti. Mal wieder. Gush ist gleich verfügbar, aber Skeleton King hat einen Blink. Blink weg, die Mirana. Ja, ist weit genug weg. Von daher wird hier kein Follow-up mehr machen. Wird passieren. Gut, den Tower haben sie verloren, aber nichts weiter. Von daher ist auch noch nichts verloren für SD. Allerdings wird es wesentlich schwieriger zurückzukommen als im letzten Fall. Im letzten Game. Wo sie nicht so weit zurücklagen. Ja. Also, wenn Akula von Shadow Fiend 1 kann, ist es Farm. aber wie man mit 1 zu 8 auch leider sieht, auch, leider auch sterben.
Aber man muss dazu sagen, PvH hat ein extremes Fokus auf den Midlaner dieses Mal gelegt. Selbst der Clockwork, wie gesagt, ist halt rotieren gekommen. Von daher kann man ihm das nicht so ganz. Kann man jetzt nicht so ganz übel nehmen. Ja, Naga wollte D-warden. Das Problem bei so einem Clockwork, der jetzt auch, halt auch gar nimmst, dass er halt nie zu weit weg ist. Von daher. Dumm gelaufen. Passiert und manchmal ist es halt auch schwierig, sich zu sagen, okay, wir selbst sowas Einfaches wie eine D-Warden auf unserer Seite des Flusses sollte ich nur machen, wenn ich alle Leute sehe, besonders wenn ich einen Komplett sehe. Ah, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ups, da hat der Hook ausnahmsweise mal genießt. Ja, das Problem sind die Nekros hier, Foxe. Was er vielleicht nicht gemerkt hat. Also es war vielleicht ein bisschen naiv zu denken, dass hier keinerlei Detection da ist. Besonders, da sie, glaube ich, auch gesehen haben, dass Nikman T3 hat. Akul stirbt hier gerade so. Und sie geht da raus. Clockwork, Rage Buyback. Genau auf die Position gerocket, wo er weg-TP'd ist. Wer hat denn da wieder die Hex an? Ich bin es nicht. Ist das... Nein, okay, ich dachte schon gerade, dass wenn Kurier denn auch zu Akku geflogen ist. Aber es war Knuckles. Knuckles ist auf Volky-Hate-Seite. Okay, ja. So, mal kurz mit dem Wortspiel entsprechen. Warte mal. BKB geused. Ja, Song. Nicht wirklich, nee. Versuchen hier zu turnen. Und Frank hat sich nicht turnen. Jetzt vielleicht ein Song. Okay. Vielleicht, wenn er wiederkommt. Okay, zu schnell. Ja, okay. Ich bin überrascht und der Teamfight geht ganz schnell zum Ungleichen. Weil wir schon mal schnell nachgeworfen, um auf gar keinen Fall die Rex verteidigen zu können. Und ja, ich weiß nicht, ob da noch eine Chance fürs See besteht. Es sollten jetzt Rex sein. Ja, es ist ziemlich weit weg hinten. Aber ohne Ravage. Ist doch ein Zombie nicht so stark. Dementsprechend. Wobster hat jetzt hier die Ravage benutzt, hat dadurch gesagt, wir wollen die nächsten 2 Minuten nicht mehr fighten. Nehmt unsere Rex. Wir verteidigen nicht. Also das war die Aussage seiner Spielweise. Es kommt jetzt ein bisschen passive aggressive drüber, sorry. Ja. Oh. Und was war's? Irgendwie, ja, stimmt. Wobster und Bruno hatten irgendwie eine Wette. Und es ging, glaube ich, darum, wenn Wobster irgendwie, ich weiß es nicht, wenn sie zu null gewiped werden oder sowas, dann kriegt Winnow irgendwie Wobsters Side of Rise Item. Und wenn sie ja zu null irgendwie PvH gewinnen oder wenn sie zu mehreren das gewinnen, dann kann das wirklich ziemlich gut aussehen. Ja, ups. Sorry, ich muss so lachen. Song angemacht und Akku war vielleicht ein bisschen spät zur Party, aber kommt recht dazu. 2, 1, Wobster stirbt und ich bis zu G kommt. Du immer. Und Folge stirbt jetzt noch. Bonnie wollte unbedingt einen Kill haben. Hab nicht ganz bekommen. Kill, okay. Jetzt kann ich leider nicht abzählen, wann das zu G kommt, weil das war doch kein Fountain Dive into Wipe. Aber gut, ja. Schönes Black Hole halt. Das Problem war halt, dass der Song an war, kurz bevor Akul da war. Ich weiß nicht, ob das Problem war, dass Spinner zu eitrig war und noch nicht gesehen hat, dass er noch nicht rechtzeitig da ist. Oder ob Akul nicht direkt gekommen ist. Oder, keine Ahnung, Fountain geblieben ist, von wegen RGG, jetzt kaut es so eigentlich. Aber ja, ist zu spät gekommen. Hat dann, ja, den Ulti gezündet, aber er kam halt nicht raus. Und dann, ja. GG? Fragezeichen? Vielleicht? Well played, vielleicht? Ja. Ich glaube, das GG-Fragezeichen dürfte auch schon das GG triggern. Schönes Spiel von PvH. Ein bisschen. Ja, sie haben halt ein Song-Lineup gemacht. Und hatten. Ja. Eigentlich einmal höchstens. Das Problem ist, ich vergesse immer so schnell, was passiert ist. Aber einmal hatten sie, glaube ich, das geschafft. Und dementsprechend hatten sie halt dann verloren, weil. Naja. Song-Lineup und Song hat nicht funktioniert.
Definitiv. Kratz für Akkul für Most Farm gegen PvH und mit Abstand. Und auch, ist auch am meisten gestorben. Easy Most Deaths. Rekorde bis zum Abwinken, ja gut. Jo. Das war das Spiel SD gegen PvH. In der Federal League Season 1, bla bla bla, Werbung, bla bla. Man sieht sich beim nächsten Cast, wenn es euch gefallen hat. Und ja, der nächsten Cast kann auch Vinno auch wieder mitmachen als Co-Caster, wenn er keine andere Ausrede mehr hat, wie ich muss spielen oder sowas. Ich weiß nicht, komische Ausrede. Er will einfach nur nicht mit mir casten, habe ich das Gefühl. Sie hätten eine schlechte Ausrede gehört. Ja, ich glaube, wir können noch gerade warten, bis sie sich gegenseitig zugeflammt haben, bevor sie sich dann im TS treffen und so noch scrimmen. So, disconnected, disconnected. Ich glaube, jetzt hier keiner mehr drin. Ja, sind alle disconnected. Okay, damit kann ich auch disconnecten. Viel Spaß bei den weiteren Casts. Viel Spaß bei der Federal League. Und bis die Tage. Ciao.